Naja, warum kommen wir mit drei Tüten nach Hause, obwohl wir uns einfach nur ein Pullover kaufen wollten? Heute habe ich nämlich einen kleinen Primer-Call für euch, weil ich mir neuen Pullover kaufen wollte und dann kam ich mit drei Tüten nach Hause. Und das zeige ich euch jetzt mal alles. Ich wünsche euch bei dem Video viel Spaß und hoffe, ich kann euch so ein paar Ideen oder schöne Kleidungsstücke zeigen, die ihr dann vielleicht auch haben wollt oder die ihr einfach so schön findet. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wollt ihr mehr solcher Primer-Calls? Weil ich persönlich gucke nie so gerne Hauls, wenn es nicht um DM und so geht. Aber ist ja auch meine persönliche Meinung. Und wir fangen einfach mal an mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Und zwar ist es so ein ganz langer, kuscheliger Cardigan. Der geht, also der ist hinten viel, viel länger als hier vorne. Also hier vorne ist er ungefähr so lang bis zur Hüfte ungefähr oder bis, ja, so bis zur Hüfte. Und das hier geht mir fast bis in die Kniekehlen. Und dieser Cardigan hat gekostet 17 Euro. Dann machen wir weiter mit einer Hose, die ich glaube ich für 13 Euro gekauft habe. 11 oder 13 Euro hat das gekostet. Ich habe das Preisschild schon abgemacht, weil ich die Hose schon angezogen habe. Und zwar ist es einfach so eine Skinny Jeans in so einem richtig coolen Muster. Und ich hatte die auch schon mal in dunkelblau, aber ich fand die in hell viel schöner, also habe ich mir sie nochmal in hell mitgenommen. Dann habe ich mir noch eine ganz normale schwarze Hose gekauft für 13 Euro. Auch so super skinny, wie es so bei Primark heißt. Und ja, dann habe ich mir noch gekauft heute für, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Steht hier nicht drauf, doch für 9 Euro so einen warmen Pullover. Ich fand, der ist nicht zu auffällig, der ist schön schlicht und grau. Und ich mochte den, und für 9 Euro kann man eigentlich nichts falsch machen. Und dachte ich mir, nehme ich den einfach mal mit. Vor allem, weil er so kuschelig ist. Und ja, ich bin ja eigentlich nur wegen einem Pullover dahin gegangen nach Primark. Und ja, ihr seht ja, was draus geworden ist. Okay, dann habe ich mir noch geholt. Das war runtergesetzt von 6 Euro, glaube ich, auf 1 Euro. So ein Santa Monica Dreaming Shirt. Einfach so zum Rumgammeln. Das hat hier so weit ausgeschnittene Arme. Ja, und ich fand das eigentlich so voll cool, falls mal irgendwie so ein, weiß nicht, chilliger Abend wird oder so, tagsüber zum Rumgammeln. Und für 1 Euro dachte ich, ja komm, pack ein. Dann habe ich mir gekauft für 1 Euro. Es war wieder von 3,50 Euro runtergesetzt. Ein ganz normales schwarzes, sag ich schon. Ein ganz normales türkises T-Shirt. Fand ich auch gut. Ich hatte noch kein türkises T-Shirt, so ein ganz schlichtes. Und dann habe ich gesagt, ach komm. 1 Euro, wie eben schon. So, dann hatte ich aber noch ein T-Shirt. Und zwar habe ich mir noch ein T-Shirt gekauft. Das kostet, ja, ich glaube 5 Euro oder 6 Euro. Ja, 5 Euro. So zum Schlafen. So ein mega groß einfach. Dieses I don't do mornings, weil. Darum, weil jeder versteht das, was hier drauf steht. Und ja, das ist einfach so ein ganz normales weißes T-Shirt mit so einem blauen Schriftzug. Und ich fand das schön zum Schlafen, weil ich will nicht immer meine Tops anziehen, weil meine Tops sind immer eng. Und ich brauchte mal was weiteres zum Schlafen. Also dachte ich, hol ich mir das einfach mal. Dann habe ich mir noch gekauft das gleiche T-Shirt, was ich eben schon in Türkis gehabt habe, in Weiß. Auch wieder für 3,50 oder so. Oh, es gab so Probleme bei der Kasse, ne? Weil da waren diese Etiketten nicht mehr dran. Weder hier noch hier drunten, hier unten oder sonst wo. Da musste die dreimal diese Oberchefleitung da holen. Nur weil die nicht wusste, wie viel diese T-Shirts kosten, sozusagen. Und dann musste die dreimal dahin laufen. Naja, egal. Ein weißes, schlichtes T-Shirt auf jeden Fall. So, dann machen wir weiter mit einem Spaghetti-Träger-Top. Lasst mich nicht lügen, für 2,50 Euro. Und ich liebe Spaghetti-Tops. Das ist einfach so ein ganz schlicht, normales, grünes Spaghetti-Top. Und ja, ich brauchte unbedingt immer wieder ein paar Basics, was ich so unter andere Sachen anziehen kann. Und dann hat sich das gerade angeboten. Okay, naja, dann hat sich das gerade angeboten, dass da so Sale war. Und ja, war ich cool. Das gleiche habe ich dann auch nochmal in so einem, ich weiß gar nicht, so ein Akku. Ich glaube, das ist Apricot, ne?
Ja, so einem orange Apfelproton. Auch alle Basic-Sachen. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen, oder? Und dann habe ich mir noch einen Pullover gekauft. Einen etwas dünneren für 4 Euro in Grau einfach. Oh. So ein ganz stinknormaler Pulli in Grau mit rundem Ausschnitt. Und dann, wo ich einfach nicht vorbeigehen konnte, weil ich einfach diese Serie suchte, ist dieses Gossip Girl T-Shirt. Gossip Girl Popularity has its price. Ja, Leute, ich weiß, mein Englisch ist nicht so gut, aber liebe Grüße an dich, Kascha, und liebe Grüße auch an dich, Anastasia, ne? Wir sind solche Gossip Girl Suchtis. Also Kascha habe ich dazu gebracht, die Serie anzufangen, und sie ist so begeistert. Also, ne, ich grüße dich. Kannst du ja mal sagen hier in den Kommentaren, wie weit du jetzt bist. Und ich musste es einfach mitnehmen und es hat nur 8 Euro gekostet. Und eigentlich wollte ich mir auch noch ein T-Shirt von Breaking Bad mitnehmen, wo ganz vorne Heisenberg oder so, ich glaube, der heißt Heisenberg, sein Drogendealer-Name da. Und das gab es aber nicht in meiner Größe und ich wollte es unbedingt haben, aber deswegen ist es jetzt bei dem Gossip Girl Shirt geblieben. Finde ich aber auch nicht so schlecht, weil ich habe schon genug Geld für Klamotten ausgegeben und hätte ich nicht nochmal 8 Euro für ein Heisenberg-T-Shirt ausgeben müssen. So, dann habe ich mir eine gefütterte Leggings gekauft für 7 Euro und die hat innen so richtig fettes Fell. Und das ist so hammergeil, weil das ist so kuschelig und warm und bam. Ja, diese Leggings ist einfach so schön warm und perfekt für den Winter jetzt, der jetzt bald vor der Tür steht. Und ja, dann zeige ich euch noch mein letztes T-Shirt, was ich gekauft habe. Auch so ein Basic-T-Shirt in so einem Flieder-hellblauen Mix. Und ja, das hat, glaube ich, wieder 3,50 gekostet, ja. Und noch mehr Basic-Sachen. Ja, ich brauchte Basic, also habe ich Basic gekauft. So, dann machen wir doch mal hier weiter. Das ist schon wieder ein Basic-Shirt, auch wieder für 3,50. Das gleiche in Grau. Das habe ich mir einfach nur den einen Tag geholt, weil ich vielleicht bei einer Freundin hätte schlafen wollen und hatte nichts mit, also wirklich gar nichts. Ja, sonst hätte ich mir das nicht geholt, aber ich habe es nicht angezogen, weil ich dann wieder nach Hause gefahren bin. So, dann habe ich mir, oh Gott, jetzt sind die alle so rausgefallen oder was? Also Socken gekauft. Stimmt, das war das, was ich eben weggeschmissen habe. Dieses Ding hat sich da gelöst. Egal, auf jeden Fall, also diese Verpackung da drum hat sich gelöst. Und auf jeden Fall, das sind 5 Paar oder so und haben 3,50 gekostet, also so geht voll. Und ich mag die, weil die hier oben so dieses haben, dieses Muster oder wie das auch immer heißt. Oh, ich rieche Essen. Es gibt gleich Essen. Oh, endlich. Dann habe ich mir nur noch für 1,50 Euro so 50 Haargummis gekauft. Ja. Kann man nicht viel zu sagen. Ich fand die pastelligen Farben voll schön, weil ich mag ja generell so Pastellfarben und Blau. Und dann dachte ich so, ja, 50 Euro bis 1,50 Euro geht voll klar. Also, Alter, ich habe hier so einen Berg an Klamotten auf mir drauf liegen. Guck mal, warte. Tada! Tadam! Oh, das war sehr professionell gerade. Sehr professionell. So, und dann habe ich mir noch so eine voll süße Mütze gekauft, mit so einem Bommel hier dran, für 3 Euro. Und ich habe auch gar nicht anprobiert, ich finde, das passt gar nicht. Oh, ich habe jetzt eh einen Dutt, das geht nicht. Scheiße. Aber die war voll süß und die gab es auch noch in Grau, aber ich fand die in Rosé voll schön. Und dann habe ich mir die mitgenommen und für 3 Euro kann man nichts sagen, oder? Dann habe ich mir einen genauso flauschigen Schal mitgenommen und der hat auch nur 6 Euro gekostet. Und er ist so flauschig. Ihr könnt die ganze Zeit kuscheln damit. Guckt euch den mal an. Boah, das ist der flauschigste Schal, den ich jemals hatte. Dann habe ich mir noch mehr Socken gekauft. Und zwar für 2,50 Euro 3 Paar. Und das ist so eulenmäßig. Also hier sind so Eulen drauf, auf dem Paar und auf dem Paar. Und hier ist so ein richtig cooles Muster drauf, was ich nicht beschreiben kann. So ein Dreiecksmuster oder so. Das fand ich auch super cool. Und dann die Neonfarben auf dem schlichten, auf der schlichten Farbgebung von dem Rest und war richtig geil, deswegen habe ich das einfach mitgenommen. Mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie in diesem Haul nie in die Kamera gucke, sondern immer nur auf die Sachen. Ich gucke euch jetzt öfter an. Es sind auch nicht mehr so viele Sachen, also. Oh. So,
dann habe ich mir noch einen Schal gekauft. Für, ich weiß nicht wie viel. Hier steht kein Preis dran. Doch, da. Auch für 6 Euro. Und ich finde dieses Muster mega cool. Und ja, wollte schon immer so einen haben und nie habe ich einen gefunden, oder sie kosten einfach 30 Euro oder so. Und deswegen, oh, endlich habe ich ihn gefunden und für 6 Euro noch mehr Schals und ja, endlich. Und zu guter Letzt habe ich mir dann noch so eine Tasche gekauft, was ich voll cool fand, weil das mich so an Oldschool erinnert. Vor allem mit diesen Verschlüssen hier und die Form und alles, dieses Fake-Leder. Und ich fand es so schön. Und ich glaube, die war runtergesetzt auf 5 Euro und da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Ich konnte es einfach nicht. Ja, von 11 auf 5 Euro ist die runtergesetzt und das ist mein, glaube ich, mein neuer Favorit, was die Tasche angeht. Oh, ich liebe sie. I just wanna realize.